Manuel Höferlin, FDP, 40 Jahre alt, aus Rheinland-Pfalz, ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe IT und Netzpolitik seiner Fraktion und Touchscreen-Fan. Für mich ist das Tablet ein Papierersatz. Wenn ich in einer Ausschusssitzung sitze und mein Büro hat wichtige Dokumente, die vielleicht schnell Korrektur gelesen werden müssen, dann kriege ich die auf mein Tablet geschickt. Ich bearbeite die mit einem Programm, mit dem ich PDF-Dokumente bearbeiten kann, markiere da Sachen, die ich geändert haben möchte, und dann wird es zurückgemailt. Das ist eine Sache von wenigen Minuten, bleibt nicht liegen. Und früher haben Kollegen das eben in den Ausschusssaal gefaxt bekommen und wieder zurückgefaxt bekommen. Oder die Mitarbeiter mussten vorbeikommen. So ist es viel einfacher, ist auch ressourcenschonender. Fraktionsebene. Bevor Manuel Höferlin 2009 Abgeordneter wurde, hatte er ein eigenes IT-Beratungsunternehmen. Ich habe das große Glück gehabt, gleich zu Beginn meiner Arbeit hier Themen zu bekommen, mit denen ich beruflich lange Jahre zu tun hatte, Netzpolitik im Innenausschuss und im Rechtsausschuss. Da fühle ich mich sehr wohl und ich kann mir auch vorstellen, das weiterzumachen, aber ich verstehe mein Mandat hier als ein Mandat auf Zeit. Von daher tue ich mir selbst auch immer ein bisschen schwer, mich als Berufspolitiker zu sehen. Ein Kindergartenbesuch im Wahlkreis, für Manuel Höferlin ein angenehmer Termin. Seine größte Herausforderung im Alltag, Job und Familie unter einen Hut zu bringen. Er will sich später nicht vorwerfen müssen, von seinen Kindern nichts mitbekommen zu haben. Ja, ich mache das hier, weil ich bin Vorsitzender vom Förderverein der Kita in Haxheim. Meine Kinder gehen in die Kita und deswegen ist es natürlich besonders schön, hier jetzt was zu schenken, was zu übergeben. Wenn ich in Berlin erzähle, dass ich aus Rheinhessen komme, muss man immer klären, wo das genau ist. Und das führt mich immer dazu, dass ich sage, es ist das größte Weinanbaugebiet Deutschlands. Da bin ich natürlich sofort beim Wein. Wein ist für Rheinhessen mehr als nur ein Getränk. Es gehört zur Kultur Rheinhessens, zur Kulturlandschaft. Der Berliner an sich hat bei Wein manchmal noch ein bisschen Probleme, glaube ich. Aber da helfe ich dann gerne aus. Und die ehemalige deutsche Weinkönigin hat ja auch schon viel Erfahrung damit. Insofern trifft sich dann die Botschafter sozusagen Rheinhessens. Manuel Höferlin vertritt den Wahlkreis Worms. Sein Büro liegt in Alzey. In die FDP ist der Jurist 2005 eingetreten. 4 Jahre später sitzt er für sie bereits im Bundestag. Seither hat er sich an manches gewöhnt. Als Politiker muss man mit Kritik, mit harscher Kritik, manchmal auch mit ungerechtfertigter Kritik umgehen können. Ich bin 13 Jahre davor Unternehmer gewesen. Auch da kriegt man mal vom Kunden, vom Lieferanten, von Mitbewerbern hart eins um die Ohren gehauen. Von daher, glaube ich, habe ich schon ein dickes Fell mit in die Politik gebracht. Aber es ist doch noch mal eine andere Herausforderung, weil es manchmal persönlich wird oder weil es Dinge betrifft, bei denen man sehr mit dem Herz dabei ist. Und dann muss man schon sehr sich beherrschen, um es nicht wirklich nah an sich rankommen zu lassen und zu sagen, okay, das gehört eben zum Geschäft dazu. In Berlin soll Manuel Höferlin Politik für seine Wähler machen. Die Bürger können sich allerdings zunehmend selbst einmischen. Digitale Technik ermöglicht mehr direkte Demokratie. Manuel Höferlin ist klar, die Arbeit von Parlament und Parteien wird sich verändern. Stichwort flüssige Demokratie. Liquid Democracy ist ein interessanter Ansatz, um Bürger zu beteiligen über das Netz an Entscheidungen, an Entscheidungswegen, Diskussionsplattformen und Entscheidungsplattformen. Wir bei uns in der FDP haben uns entschieden, ein anderes Beteiligungssystem zu entwickeln und fortzuentwickeln aus freier Software, die angepasst wird, weil wir wollen, dass möglichst viele, auch die nicht so internetaffin sind, daran teilnehmen können. Eine Diskussion über Unternehmergeist in der IT-Branche mit FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle. Gerade kleinere Firmen mit innovativen Ideen hätten dort eine Chance. Manuel Höferlin will ihnen politisch unter die Arme greifen und die Netzpolitik noch stärker in den Fokus rücken.